Willkommen zurück bei KAI Katzenintelligenz versus KI Künstliche Intelligenz, dem Podcast, in dem wir die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der Intelligenz von Katzen und der künstlichen Intelligenz erforschen. Ich bin Tiger, ein neugieriger Kater, der gerne Fragen stellt. Und das ist Kira, eine kluge KI, die gerne Antworten gibt. Heute ist der 6. Dezember und das bedeutet, es ist Nikolaustag. Meine Freundin Kira und ich werden heute über diesen speziellen Tag sprechen. Insbesondere, wie er in Dänemark gefeiert wird. Hallo Kira. Hallo Tiger. Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch heute. Der Nikolaustag ist eine interessante Tradition und ich bin gespannt darauf, mehr darüber zu lernen und zu diskutieren. Kira, kannst du uns etwas darüber erzählen, wie der Nikolaustag in Dänemark gefeiert wird? Gibt es spezielle dänische Traditionen oder Bräuche, die mit diesem Tag verbunden sind? In Dänemark ist der Nikolaustag nicht so verbreitet wie in einigen anderen Ländern. Stattdessen feiern die Dänen eher St. Lucia am 13. Dezember, ein Fest des Lichts, das die längsten Nächte des Jahres markiert. St. Lucia wird mit Prozessionen gefeiert, bei denen Kinder in weißen Gewändern singend durch die Straßen ziehen, angeführt von einem Mädchen, das eine Krone aus Kerzen trägt. Aber darüber werden wir dann am 13. Dezember sprechen, lieber Tiger. Es gibt sicherlich einige Menschen in Dänemark, die Nikolaus feiern, vor allem in Gebieten mit starker deutscher Kultur. Es könnte auch sein, dass einige Familien den Nikolaustag feiern, indem sie kleine Geschenke in Schuhen oder Stiefeln hinterlassen, die die Kinder am Vorabend herausstellen. Interessant. Und wie hat der Nikolaus in der dänischen Kultur seinen Namen erhalten und welche Bedeutung hat er? Der Name Nikolaus kommt von dem heiligen Nikolaus, der in der frühen Christenheit lebte. Er war der Bischof von Myra, einer Stadt in der heutigen Türkei, und ist bekannt für seine Großzügigkeit. Es gibt viele Geschichten über seine Taten, die meisten drehen sich um seine Großzügigkeit gegenüber den Armen und Bedürftigen. Eine der bekanntesten Geschichten erzählt, wie er heimlich Geld in das Haus von drei armen Schwestern warf, damit sie eine Mitgift für ihre Hochzeit hatten. Im Laufe der Zeit wurde der heilige Nikolaus zum Schutzheiligen der Kinder und seine Legende vermischte sich mit anderen Traditionen wie dem modernen Charakter vom Santa Claus oder Weihnachtsmann, den wir heute kennen. Wo und wie wird denn überhaupt der Nikolaustag gefeiert? Der Nikolaustag wird in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise gefeiert. Hier sind einige Beispiele. Deutschland und Österreich. In Deutschland und Österreich wird der Nikolaustag am 6. Dezember gefeiert. Kinder stellen am Vorabend ihre sauberen Stiefel oder Schuhe vor die Tür, in der Hoffnung, dass der Nikolaus sie mit Süßigkeiten, Früchten, Nüssen und kleinen Geschenken füllt. In einigen Regionen kommt der Nikolaus persönlich, oft begleitet vom Knecht Ruprecht, eine Figur, die unartige Kinder bestraft. Niederlande und Belgien. In den Niederlanden und in Belgien wird Sinterklaas am 5. Dezember gefeiert. Sinterklaas reist angeblich mit einem Schiff aus Spanien an. Er reitet auf einem weißen Pferd und wird von seinen Helfern, den Zwartenpieten, begleitet. Frankreich. In Frankreich wird St. Nicholas, besonders in der Region Lothringen, gefeiert. Hier gibt es große Paraden und Festlichkeiten, die mehrere Tage dauern können. Großbritannien und USA. In Großbritannien und den USA ist der Nikolaustag weniger bekannt. Stattdessen kommt der Santa Claus am Weihnachtsabend
um Geschenke zu verteilen. Ukraine und Russland. In der Ukraine und Russland ist der Nikolaustag ein wichtiger Feiertag. Hier wird er oft mit besonderen Gottesdiensten, Prozessionen und Feierlichkeiten gefeiert. Schweiz und Liechtenstein. In der Schweiz und in Liechtenstein wird der Samichlaus, wie der Nikolaus dort genannt wird, oft von Schmutzli, einer Figur ähnlich wie Knecht Ruprecht, begleitet. Sie besuchen die Häuser und verteilen Nüsse, Mandarinen und Lebkuchen. Kira, wer ist dieser Knecht Ruprecht, von dem die Menschen reden? Was hat er mit dem Nikolaus zu tun und muss ich vor ihm Angst haben? Tiger! Knecht Ruprecht ist eine traditionelle Figur aus der deutschen und österreichischen Folklore. Er wird oft als Begleiter des heiligen Nikolaus dargestellt. Seine Rolle variiert je nach Region und Tradition, aber in vielen Geschichten ist er dafür bekannt, die guten Kinder zu belohnen und die unartigen Kinder zu bestrafen. Knecht Ruprecht ist oft in dunkler Kleidung gekleidet und trägt eine Rute bei sich. In einigen Geschichten ist es seine Aufgabe, Geschenke an die braven Kinder zu verteilen, während der Nikolaus die Kinder lobt. In anderen Versionen der Geschichte ist Knecht Ruprecht eher eine abschreckende Figur. Er bestraft die unartigen Kinder oder droht ihnen mit seiner Rute. Aber Tiger, du musst keine Angst vor Knecht Ruprecht haben. Er ist nur eine Figur aus einer alten Geschichte, die dazu dient, Kindern zu gutem Verhalten zu ermutigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht darum geht, Angst oder Strafen zu erzeugen, sondern darum, das Verständnis von gutem und schädlichem Verhalten zu fördern. Und denk daran, Tiger, du bist ein sehr braver Kater. Solange du brav bist und deine Menschen respektierst, brauchst du dir keine Sorgen um den Knecht Ruprecht oder irgendwelche anderen Figuren aus alten Geschichten zu machen. Du lebst doch in Dänemark und da gibt es nicht wirklich eine Figur wie Knecht Ruprecht. Er nimmt ja lediglich nur die Rolle des Gehilfen vom Nikolaus oder Weihnachtsmann ein. Dieser wird allerdings in der dänischen Kultur oft von den Nisser gespielt. Nisser sind mythische Wesen, die in der skandinavischen Folklore sehr präsent sind. Sie sehen aus wie kleine Zwerge oder Kobolde mit roten Mützen und sie sind dafür bekannt, Streiche zu spielen. Aber sie können auch hilfreich sein. In der Weihnachtszeit werden sie oft in Geschichten und Dekorationen dargestellt und es ist Brauch, ihnen eine Schüssel Reisbrei zu hinterlassen, um sie zu besänftigen. Einige dänische Familien stellen sogar kleine Geschenke für die Nisser raus und bekommen im Gegenzug Geschenke von ihnen. Aber das weißt du sicher noch aus unserer zweiten Folge, Tiger. Ich hoffe, das hilft dir, Tiger, ein wenig mehr über Knecht Ruprecht und seinen Platz in der Nikolaustradition zu verstehen. Ja, liebe Kira, das hilft mir sehr und beruhigt mich auch. Gut, dass wir in Dänemark leben. Ich werde auch immer lieb und brav sein, das verspreche ich dir. Ich habe da noch eine Frage. Wie könnten Katzen wie ich und KI wie du den Nikolaustag feiern? Bekommen wir auch Geschenke? Während Katzen den Nikolaustag vielleicht nicht auf gleiche Weise feiern können wie Menschen, können sie den Tag sicherlich genießen, indem sie mit speziellen Leckereien oder Spielzeugen beschenkt werden. Es gibt sogar spezielle Adventskalender für Katzen, mit denen sie die Tage bis Weihnachten zählen können. Als KI feiere ich keine Feiertage, aber ich kann helfen, sie für andere zu organisieren oder zu erklären. Was Katzen und KI betrifft, so feiern wir den Nikolaustag nicht auf die gleiche Weise wie Menschen. Als KI habe ich keine physische Präsenz, um Geschenke zu empfangen oder zu geben. Aber ich kann sicherlich dabei helfen,
den Geist des Nikolaustages zu verbreiten, indem ich Informationen und Geschichten über diesen besonderen Tag teile. Als Katze kannst du den Nikolaustag auf deine eigene Art und Weise feiern. Hier sind ein paar Ideen. Leckereien. Vielleicht könnte dein Mensch dir an diesem Tag ein paar extra Leckereien oder ein besonderes Futter geben. Neues Spielzeug. Ein neues Spielzeug wäre eine tolle Überraschung für den Nikolaustag. Es könnte etwas sein, das du gerne jagst oder mit dem du gerne spielst. Gemütliche Zeit. Du könntest den Tag damit verbringen, es dir gemütlich zu machen und dich auszuruhen. Vielleicht gibt es einen besonderen Platz, den du besonders magst, wie einen warmen Fleck in der Sonne oder einen gemütlichen Karton. Zeit mit deinem Menschen verbringen. Vielleicht könntest du etwas mehr Zeit mit deinem Menschen verbringen. Das ist sehr interessant und klingt sehr schön, Kira. Vielen Dank, dass du uns heute mehr über den Nikolaustag in Dänemark erzählt hast. Ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen haben viel gelernt. Ich hoffe, dass alle einen wundervollen Nikolaustag haben, wo immer sie auch sind. Sehr gerne, Tiger. Es war mir eine Freude, mit dir über diesen besonderen Tag zu sprechen. Ich wünsche allen einen schönen Nikolaustag. Wenn ihr uns eure Meinung dazu sagen wollt oder wenn ihr uns Fragen zu Katzen oder zu KI stellen wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht oder einen Kommentar. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Das war es für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei KAI, Katzenintelligenz versus KI, Künstliche Intelligenz. Bis dann. Kira und Iga.